Okay, Colonel. Für Sie, John. Ja, Sir. John. Sollen wir? Sie nehmen das aber nicht auf, oder? Was? Nein. Nein, natürlich nicht. Gut, ich will nicht. Die Menschen sollen meine Worte hören, nicht meine Stimme. Verstehe ich vollkommen. Ja, das glaube ich. Sie waren ein Freund diese letzten Monate. Es war hilfreich, wen zu haben, der einfach zuhört. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir. Was tun Sie da? Oh, tut mir leid. Der Stift geht nicht. Ich brauche einen anderen. Okay. Das hört sich ja nicht besonders, als hört sich an, als wäre der Funker seinen Konrad. Ich höre ja, was er treibt. Und da muss ich mich schon fragen. Er schlägt diesen Menschen den Kopf ein. Mit einer Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus, Gar. Mein Kaugummi verschluckt. Unser Hochhaus. Viele Gegner da auf dem Dach. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Nein. Anderes Teil. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den. Feind! Schaltet sie aus! Scheiße! Durch die hintere Tür kommen noch mehr von denen! Feind bewegt sich! Und bleib liegen, verdammt! MG, rechts! Scheiße, ich brauch hier Deckung! Ich hab geschossen! Scheiße, tut doch was! Haltet sie mir kurz vom Leib! Feind erledigt! Soll man das MG? Wir haben Bewegung! Vorsicht! Einer weniger! Soll man das RPG ausschalten? Nur so zur Frage. Gegner erledigt! Geht also doch. Schön. Da hinten kommt noch einer. Er hatte Frau und Kinder. Ich kann durchatmen. Deckte das waren alle. Niemand an die Kinder. Irgendwie kann ich das bei dem Radiotypen nicht ernst nehmen. Macht aber alles wieder sauber, ja? Erledigt. Den lasse ich euch durch. Aber mehr ohnehin unheimlich. Oh Mann, woher kommt nur all die Gewalt, Leute? Liegt's an den Videospielen? Jede Wette, die sind schuld. Muss nachladen. Okay. Was passiert? Wow. Okay. Also die Kugeln gehen nicht durch. Schade. Die Zeit drängt, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Lugo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar?
Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Ich fürchte, so langsam geht's so dem Ende entgegen. Allerdings nicht heute. Glaube ich. Hey, Jungs! Der ist doch nicht echt. Ich meine... Die Uhr läuft, Glocker. Bin dabei. Ist ein Spezialteil. Kann ein Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenlicht. Wir hören das hier andauern. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Ah, steht so im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand. Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt. Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheiß naiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich. Ich hab's getan. Schluss jetzt. Wir klären das später. An alle, die mich hören, ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht. Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl. Scheiße! Oh! So viel zur Evakuierung. Und jetzt? Verdammt! Wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus! Los! Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht. Los, komm! Ich würde sagen, dann bis morgen! Lugo! Sobald wir mal hin sind, rennst du los!